Man wird lange suchen müssen hier rund um den Ammersee und in der ganzen Region, um eine Kirche zu finden, die es an Alter aufnehmen kann mit unserer Jakobskirche hier unten am See in Schondorf. Sie wurde immerhin 1149, das heißt zur Zeit der Hochromanik, erbaut. Von Konrad von Schondorf, einem Diesner Ministerialen. Wenn man sich der Kirche von oben her nähert oder auch vom See, dann ist man erstaunt über die trotzige, ja wehrhafte Baugestalt dieses Gotteshauses. Wie ein Turm ragt sie über dem See empor. Und man weiß bis heute nicht, wie dieses ehemals kleine Dörfchen am See, eine Ansammlung armseliger Fischerhütten, zu diesem großen Gotteshaus gekommen ist. Das Rätsel ist bis heute ungelöst. Hallo, wir sind Christian Noferer und Freunde Kamerlander. Zusammen heißen wir Seitenwind. Wir kommen beide aus dem wunderschönen Chiemgau. Ja, wir freuen uns wieder hier zu sein im schönen Jakobskirchel in Schondorf. Und uns blieb der letztjährige Kapellentag nachhaltig in Erinnerung. Und es freut mich, dass mich dieser Tag damals inspiriert hat, eine Komposition zu erstellen, den Jakobsruf 1150, den ich dann dem Kapellentag widmen durfte.